Hallo Leute, und heute ist wieder Probierteil mit euer Pili Bones, und zwar mit den Capri-Samen und Bubbles. Und da habe ich einmal hier Capri-Samen und Bubbles Orange und einmal Capri-Samen und Bubbles Himbeere. Und ich zeige mal ganz kurz die Dosen, so wie die aussehen. Ich zeige mal ganz kurz, dass ihr das mal gesehen habt. So sehen die aus. Also so ein typisches Capri-Samen-Design in Blau und so. So was man auch so kennt. Ich zeige mal ganz kurz die Dose Himbeere. Und ich würde mal sagen, ich mache als erstes die hier auf, die Orange. Und das ist ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, also Fruchtgetränk. Orange, Fruchtgehalt 10% steht hier drauf. Prickelnd, fruchtig, lecker steht drauf. Ich mache es mal auf. Zack. Und dann riechen wir mal dran. Und es ist auch schon so ein ähnlicher Geruch. Also man kriegt so einen ähnlichen Geruch, wenn man es öffnet, steigt so ein ähnlicher Geruch raus wie Fanta. Also es riecht original wie Fanta. Oder ähnlich wie Fanta. Ja, wirklich krass. Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Aber also man merkt es sofort. Das ist so orange, dass man merkt, es ist fruchtig, aber es riecht halt wie Fanta. Und ja, ich werde mal einen Schluck probieren. Ja. Das schmeckt auf jeden Fall nach Orange. Aber auch hier. Aber ich werde es nochmal probieren. Auf jeden Fall, hier hat man auch das Gefühl, als wenn es einfach, es schmeckt so ein bisschen nach Fanta, also wirklich nach Fanta, aber man kriegt einen Nachgeschmack, so dieses normale, wie so eine Capri-Sonne, wenn man eine Capri-Sonne trinkt, so dieses, halt ohne Kohlensäure, wenn man jetzt die Kohlensäure rausnimmt, würde das wahrscheinlich ein bisschen mehr nach dieser Capri-Sonne schmecken, wenn man so, wenn man sie in diese Päckchen trinkt. So ungefähr schmeckt es. Ja. Auf jeden Fall lecker, erfrischend. Aber ich muss sagen, also vom Geruch her und von dem, wie es schmeckt, ist es eher so diese alte Fanta, ne, die jetzt auch auf den Markt gekommen ist. Diese braune, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese braune mit diesem orangen Etikett, die es auch schon mal früher gab. Diese Fanta, die jetzt da, also in diese kleinen Taschen, ich glaube 500 Milliliter rausgekommen ist, so ungefähr schmeckt es. Nur halt nach dieser Nachgeschmack. Ich werde jetzt einfach nochmal einen Schluck trinken. Ja, das hat dieser Nachgeschmack so ein bisschen so schmeckt, wie diese Capri-Sonne so auch schmeckt. Also wenn man halt dieses Trinkpäckchen trinkt, diese Dinger, diese normalen Capri-Sonne, dann hat man diesen halt diesen Geschmack. Aber man muss das erst so ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen, dass diese Kohlensäure runter ist. Und dann hat man halt, schmeckt es so ein bisschen wie diese, halt diese Trinkpäckchen mehr. Gut. Gehen wir mal zu Himbeere. Ja, machen wir mal Himbeere auf. Und da, es kommt jetzt auch ein fruchtiger Geruch entgegen. Da weiß ich jetzt nicht. Das riecht eher so wie so ein bisschen diese, ich weiß nicht, wie ich das. Wie heißt das? Diese Trauben, nicht Traubenzucker. Das hat einen richtig fruchtigen Geruch, aber auch sehr süß. Aber mir fällt das nicht ein. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Frucht. Mann, wie heißt denn das? Ich komme jetzt darauf nicht, aber. Nee.
Diese Tabletten halt, die man so rein macht, so diese Vitamintabletten, sowas in der Art, würde ich sagen. Vom Geruch her. Naja, ich werde einfach mal Flug trinken. Ja, auf jeden Fall ist jetzt auch vom Geschmack her, würde ich sagen, hier ist jetzt nicht unbedingt rausschmeckbar, dass es Himbeere ist. Da kann ich gar nicht genau sagen, wie es ist. Es schmeckt sehr süß, auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und ich kann den Geschmack aber auch nicht genau hundertprozentig definieren. Ist aber auch schon mal so ein bekannter Geschmack, aber ich komme jetzt halt auch nicht genau, wie die Sache heißt, die ich meine. Zu süß. Also, ich finde die hier am besten, die Orange, die fand ich jetzt bis jetzt am besten. Die schmeckt mir am besten. Das kann ich auch erstmal so empfehlen, ne? Wenn man jetzt so. Wenn es heiß ist, wenn die heißen Tage oder so, das schön in den Kühlschrank stellen und dann mal schön trinken. Das ist ein schön erfrischendes Getränk, was auch nicht so süß ist, was man echt so trinken kann. Erinnert halt aber sehr stark an die Fanta. Ich weiß nicht, ob man dann lieber die Fanta nimmt. Erst Nachgeschmack kommt dann dieses Capri-Sonne bisschen raus. Und hier ist es dann aber so, dass es sehr, sehr süß ist. Und dass ich nicht sagen kann, nach was das genau schmeckt. Nach Himbeere auf jeden Fall nicht. Ich muss jetzt nochmal direkt probieren, ob ich das rausschmecken kann, wenn die Kohlensäure ein bisschen weg ist. Nee, man kommt da nicht richtig hinter. Schmeckt einfach süß. Ja, schmeckt nach süßem Fruchtgetränk. Ja, weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt nicht so empfehlen. Das, ja, wird bestimmt den einen oder anderen auch schmecken. Aber das hier ist wirklich so abgestimmt, dass es schön im Sommer schön trinken kann. Das ist jetzt nicht viel zu. Wie gesagt, die Süße ist nicht so extrem. Hier finde ich die Süße zu extrem. Deswegen kann ich, es ist nicht so ein Getränk, wo ich sagen kann, das kann man jetzt so im Sommer schön trinken. Das hier eher. Und ich würde mal sagen, ich bin ja auch fertig mit beide Capri-Sonne-Bubbles. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und ciao!